Ja, vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Herr Krischer, Sie haben gerade geäußert, dass das CO2 die Atmosphäre zerstört. Das würde ich gerne ein bisschen näher erklärt haben, weil das wäre dann jetzt wirklich eine neue wissenschaftliche Erkenntnis, dass das CO2 die Erdatmosphäre zerstört. Also es wäre schön, wenn Sie mich da aufklären könnten. Krischer, wollen Sie antworten?